Rücksitz. Schlampe! Caillou freute sich auf ein Chicken im Restaurant. Vrumm, vrumm, vrumm. Piep, 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 piep. Piep, piep. Rosi will Chicken. Nein, Rosi, das ist mein Auto. Nein, Rosi. Nein, das hältst du nicht Schnauze! Du blöde Schlamp! Hier, Rosi. Ich will jetzt nicht mehr damit spielen. Allahu Akbar! Papa? Ja, Caillou? Sind wir schon da? Nein. Papa, ich bin schwul! Rosi! Homosexuell! Ich weiß, Mami wartet auf uns im Restaurant. Es dauert lange. Kaputt. Gefickt! Wenn wir dort sind, sehe ich es mir an. Es dauert wirklich lange. Mir ist heiß. Rosi! Gay! Kannst du bitte das Fenster runter machen? Oh, ich glaube, das macht Sinn. Rosi, hör endlich auf, mir alles nachzuplappern. Rosi! Ficken! Caillou war wütend auf seine Schwester und er hatte Hunger und es war ihm zu heiß. Ihr beide hört sofort auf! Seht ihr, schon geht es wieder weiter. Smoke weed every day. Papi, ich glaube. Ich bin Gillette Abdi. Das ist alles so schlimm. Ich werde mal nachsehen. Na toll. Caillou tat es leid, dass seine Schwester Angst hatte. Deshalb wollte er sie trösten. Rosi. Essen Snickers. Papi? Ja, Caillou? Wann sind wir denn endlich beim Günther? Zuerst müssen wir warten, bis der Abschleppwagen kommt. Dann wird's lange dauern. Was macht er mit unserem Auto? Er schleppt den Wagen ab in die Werkstatt. Okay, Leute, ich bin soweit. Müssen wir jetzt etwa alle da oben mitfahren? Nein, ihr fahrt alle bei mir vorne mit. Bist du noch nie in einem Abschleppwagen gefahren? Nein. Oh, ich glaube, das wird dir eine Menge Spaß machen. Mein Papi hat auch einen Schraubenschlüssel und einen Hammer in seinem Werkzeugkasten. Okay. Kannst du mein Auto auch heil machen? Alter, ernsthaft, halt's Maul! Du Hurensohn, ich werd dich umbringen! Wir sollten Mr. Sullivan nicht bei der Arbeit stören. Dein Auto machen wir später heil, okay? Okay. Ich hab Hunger. Nur eine Minute, Caillou. Ich muss eben Mama anrufen. Ich geb dir was Leckeres zum Knabbern. Ich möchte so einen Dildo haben. Oh, habe ich etwa ganz aus Versehen den Knopf für Müsli-Riegel gedrückt? Das tut mir leid, Caillou. Rosi will auch. Darf ich jetzt den Knopf drücken? Pass auf, dass du den richtigen drückst.
Nope. Na, Mr. Sullivan? Bei der Arbeit. So, das wär's dann, Caillou. Dein Auto ist wieder völlig in Ordnung. Papas Wagen ist in Ordnung, aber mein Auto ist immer noch cool. Mr. Sullivan, haben Sie was dagegen, wenn ich Ihr Werkzeug benutze? Ganz und gar nicht. Bedienen Sie sich.